Okay Leute, als allererstes bitte ich euch, dieses Video runterzuladen und nochmal neu hochzuladen. Gebt einfach bei Google oder sonst irgendeiner Suchmaschine ein YouTube-Video-Download-Converter, irgendwas in der Richtung, irgendeine Seite auswählen, Link kopieren, einfügen, runterladen und im besten Fall noch irgendwo hochladen. Weil ich bin sicher, dass dieses Video nicht lange online sein wird, weil es aktuelle Informationen oder beziehungsweise umstrittene Informationen über den Anschlag in Hanau enthält. Ich werde auf Instagram von mehreren Leuten angeschrieben, die Augenzeugenberichte kennen oder Menschen kennen, die Augenzeugen sind und ganz klar sagen, so wie es in den Medien steht, ist es nicht. Es war nicht nur einer, es waren mehrere, es war nicht der, der gezeigt wird, sondern es waren auch andere. Also es stinkt nach Felsfleck, es stinkt danach, dass es auf jeden Fall nicht so war, wie es in den Medien gezeigt wird. Ja. Außerdem habe ich einen Link bekommen zu einem WhatsApp-Chat, einem Video von einem WhatsApp-Chat, in den mehrere weitergeleitete Nachrichten eingefügt wurden, die nacheinander abgespielt werden. Das Video zeige ich euch jetzt sofort. Dort werden unterschiedlichste Zeugenaussagen gezeigt, aufgenommen und aus verschiedensten Blickwinkeln, aus verschiedensten Ecken. Und klipp und klar zeigen diese Aussagen, dass das einfach nicht so sein kann, wie es in den Medien ist, Leute. Es ist nicht nur einer. Ja, und es ist nicht der, den sie euch zeigen. Ja, ich wiederhole mich jetzt, aber das geht darin eindeutig hervor. Ich will mich wie immer nicht als derjenigen positionieren, der alles weiß, der schon den Durchblick hat und genau weiß, wer es ist, woher das kommt oder sonst irgendwas. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin sicher, wir werden in den nächsten Tagen mehr darüber erfahren. Mehrere Leute werden Videos darüber machen. Oliver Janich soll ein Video darüber machen. Schon mal ein Hinweis darüber. Dann werden wir sicherlich mehr wissen. Und bis dahin, haltet die Augen auf, Leute. Glaubt nicht alles, was ihr im Fernsehen seht, sondern recherchiert selber. Guckt auch die Quellen an, die vielleicht auf den ersten Blick vielleicht sogar unseriös wirken. Aber Leute, glaubt mir, es lohnt sich. Hier jetzt die ganzen Infos. Wie gesagt, ladet das Video auf jeden Fall runter. Und ja, denkt dran, denkt selbst. So Leute, ich habe Informationen. Ihr kennt doch Hooker-Besitzer. Der ist gestorben. Und das waren Hells Angels, Familienstreit, keine Ahnung, irgendwas mit Geld. Der Besitzer auf jeden Fall tot, Hookup schließt gerade, alle müssen raus. Die fahren jetzt vom Bruchköbel in die Stadt, glaube ich, keine Ahnung, also alle nach Hause gehen. Morg, ich bin da drin, ich rauche gerade meine Pfeife, da kommen 3-4 Leute reingehen, reinschießen, bam, 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 auf Chef gehen, raus, Morg. Also angeblich geht es gerade in, warte mal, einfach hier Fotoshooting vom Deutschen Filmmuseum. Angeblich geht es gerade in Lamboy und in Bruchköbel weiter. Und es ist kein Amoklauf, das ist Krieg. Und angeblich sind es so Russen, die rumfahren und alle abknallen. Und ich weiß nicht, Laura, kennst du diesen einen Jan aus Hanau und dem sein Onkel ist wohl tot und der kleine Bruder von diesem Can, die haben wohl einen Kiosk und bei dem liegen einfach 3 Leichen im Kiosk. Hat er gerade eine Memo in diese Jungsgruppe geschickt und angeblich geht es ja jetzt gerade richtig ab. Also Bro, Lauf der Dinge, Stand der Dinge ist gerade das, dass es wohl irgendwie 2 Autos sind und die machen überall Amoklauf auf Shisha-Bars auf Kanaken, alle. Jetzt sind die gerade in Lamboy bei Kölz Restaurant. Das ist da das alte Black Magic da vorne. Black Sounds, das alte Black Sounds, wo diese Fliesen verkauft ist und dieser Restaurant. Dort sind die gerade. Jungs, also in Dings geht's gerade weiter in Bruchköbel. Die wollten Daynight reinkommen, aber das ist abgeschlossen. Die sind gerade in Bruchköbel. Hey Jungs, bei mir im Laden wurde mein Onkel umgebracht. Bei mir im Namen wurde mein Onkel umgebracht. Mein Onkel ist tot. Bei mir im Laden sind 3 Morde. Im Laden drinnen, im Kiosk Hessenstadt. Mein Onkel ist einer davon. Ja, Bruder, diese Midnight, das sind doch irgendwie mehrere Leute und die haben doch auch das Hookup gemacht. Also, die sind da alle miteinander verstrickt. Wer da jetzt genau Besitzer ist und wer nicht, keine Ahnung. Aber die sind da auf jeden Fall miteinander verstrickt. Wenn die Story jetzt so, bis jetzt ist die Story so, dass es zwischen Russen und Kurden so eine Fetzerei war,
Und diese Kurdenfamilie, das sind ja riesen Clans. Dönerläden, Shisha-Läden, krasse Läden, Billigläden. Und die hätten mit zwei Autos, die hätten, wie gesagt, es hätte die Schießerei gegeben und heute Rachefeldzug in die alle Läden von dieser ganzen Kurdenfamilie. Wie gesagt, letzte Woche war Massenschlägerei im Hookup in Frankfurt. Und das sind ja dieselben Besitzer wie von dieser Midnight Bar hier in Hanau. Und das ist irgendwie eine große Nummer. Wie gesagt, letzte Woche Massenschlägerei, die haben alles kurz und klein gehauen. Und heute 8 Tote. Also das ist krank. Nicht einer, nicht zwei, 8 Tote bis jetzt. Ja, ich bin ja hier in Hanau unterwegs. Weil, wie gesagt, ein Kollege hat hier eine Bar. Und hier ist Ausnahmezustand. Hier der Laden musste schließen, auch die Restaurants, die jetzt noch aufhaben. Alle Shisha-Bars sind jetzt hier geschlossen. Die haben jetzt an mehreren Standpunkten hier rumgeballert. Wie gesagt, sollen ja zwei Russen gewesen sein. Die sind jetzt, waren im, erst irgendwie in Kesselstadt, dann Innenstadt, dann waren die im Lamboy und jetzt sollen die anscheinend irgendwo hier in Rosenau, in Hanau sein. Der ganze Freiheitsplatz komplett mit Polizei in kompletter Montur. Die Busse fahren nicht mehr, also alles komplett Ausnahmezustand. Überall Hubschrauber und also katastrophal. Ey, mein Nachbar, der Joel, sein Kumpel war gestern in Kesselstadt und hat die Waffe vor seinem Kopf gehabt und wurde gefragt, was guckst du so blöd? Und er hatte richtig Glück gehabt. Und der Typ ist dann um die Ecke gegangen und hat einfach dann angefangen rumzuballern. So, und dieser Typ, der die Waffe vor dem Kopf hatte, der sagt, das war nicht dieser Thomas R. oder wie der heißt. Das war ein ganz anderes Gesicht. Also läuft dieser Typ wahrscheinlich noch frei rum. Ich war gerade bei so einem Trauertreff, also von Familienangehörigen, bei denen das passiert ist. Und da waren halt zwei Mädchen, die halt auch irgendwie an dem Tag dabei waren, also gestern. Die haben erzählt gehabt, dass die, als der Mann halt dann reinkam, sich irgendwie unterm Tisch versteckt haben und alles, gell. Und, also die haben selber gesagt gehabt, diese zwei Mädchen haben selber gesagt gehabt, das war auch nicht der Mann. Die haben so die ganze Zeit geschworen und gesagt, nein, das war wirklich der nicht. Wir haben den ins Gesicht uns angesehen und es war der nicht und so.